Werner Weischedel aus Frankfurt-Fechenheim macht sich Sorgen. Große Sorgen. Denn seine weltberühmte Pferdedame Jenny hat Krebs. Das ist Familienmitglied. Wenn man das verliert, das ist schlimm. Und einfach, es ist alles, ne? Sie steht bei uns ganz hoch im Kurs. Der einzige Lichtblick, ein noch nicht zugelassenes Medikament aus den USA. Das wird gerade in einer Studie in Hannover getestet, für die eigentlich schon alle Plätze belegt sind. Jenny bekommt trotzdem noch einen. Nur anhand ihres Bekanntheitsgrades, ne? Und das war dann gerade, da konnte ich mir melden, wir hatten am 1. Juli, kam über DPA dann die Meldung, Jenny hat weltweit 1,2 Milliarden Klicks. Und diese Meldung war ja auch in der Zeitung gestanden. Und dann hat die Uni Hannover das nach den Staaten gemeldet an die Firma, die dieses Präparat herstellt. Und da haben die gesagt, oh, das steigen wir mal mit ein. Quasi Rettung durch Social Media Fame. Ein Glück, dass Jenny nicht nur stadtbekannt, sondern weltberühmt ist. Jeden Morgen verlässt sie ganz allein ihren Stall und ist so mit ihren Streifzügen durch Frankfurt viral gegangen. Denn vor Menschen hat sie so gar keine Angst und lässt auch gern mal ein Selfie mit sich machen. Menschen sind ihre Herde. Dadurch, ein Pferd ist ja normal ein Herdentier und lebt gern im Verband. Aber sie fühlt sich, glaube ich, mehr als Mensch als Pferd. Mit dem Go aus der Tierhochschule in Hannover ergibt sich aber ein neues Problem. Wie soll Werner Weischedel seine 500 Kilo Jenny sicher nach Hannover bekommen? Ein spezielles Pferdemobil muss her. Doch das ist ganz schön teuer. Das Ding hat 90.000 Euro gekostet. Ja, muss eine alte Frau ganz viel lang verstricken. Ne? Ja, aber es muss sein, das ist eine Familie. Familienmitglied und da gibt man halt alles dafür. Das muss wahre Liebe sein. Fast 100.000 Euro für einen Pferdetransporter. Dafür gibt's aber auch eine Menge Hightech an Bord. Der Boden zum Beispiel ist so gebaut, dass er jeden Ruckler und jede steile Kurve ausgleicht. Und während der Fahrt ist die Kamera überwacht. Ich habe vorne auf dem Armaturenbrett eine Kamera. Das ist alles genau überwacht und damit sie dann nicht gestört wird, da schalten wir dann um auf Blaulicht. Das stört sie nicht. Und sie hat Belüftung, auch elektrische Belüftung, ist also temperiert. Also im Sommer, wir müssen ja längere Zeit dahin fahren, wahrscheinlich mehrere Jahre. Vorerst jetzt mal alle 14 Tage, aber wie es dann weitergeht, das wird sich anhand der Heilung dann herausstellen, was dann da rumkommt. Bleibt die Frage, was hält die Pferdedame Jenny selbst von ihrem teuren Gefährt? Ja, sie ist nicht begeistert, dass sie da rein muss. Auch wenn sie Millionen kosten wird. Sie hätte lieber ihre Freiheit. Aber es muss halt sein. Ne? Auch wenn Jenny die Fahrten zum Tierarzt wenig Freude bereiten. Die Mediziner in Hannover sind guter Dinge, dass die Therapie schon bald anschlägt. Und das berühmteste Pferd Hessens noch lange und glücklich durch Frankfurt-Fechenheim läuft.